Moinsen Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Let's Play Caesar in der Motherfucking Caesar-Kampagne. Und ja Leute, wir haben letzte Runde einen mega erfolgreichen Vorschuss gemacht, der sofort wieder niedergeschlagen wurde. Und selbst mein Bruder, der anscheinend sich wegen irgendeiner Scheiße drüben aufregt, ist voller Wut und klatscht alles weg. Ja Leute, ich muss mich konzentrieren. Wir müssen gucken, was wir jetzt hier anstellen. Und zwar, dadurch, dass Caesar verborgen war, dachte die KI sich, ey, ich renne mal hin, und zwar im Gewaltmarsch. Ergo können wir die beiden Armeen vernichten und die Stadt einnehmen, wenn wir es richtig machen. Das wäre mega gut. Und das versuchen wir jetzt. Also konzentrieren wir uns auf Caesar und machen diesen Hinterhalt hier. Ich glaube, ich würde den selber machen. So wenig Verluste wie möglich. Wir müssen drei Schlachten führen. Einen kleinen Hinterhalt jetzt, noch einen großen und dann nochmal die Stadtbelagerung. Wenn Caesar alle drei führt und nicht mal die Hälfte seiner Armee dabei verloren hat, sagen wir mal ein Viertel, das wäre sogar mega gut. Dann, das wäre super. 100% zufrieden. So. Guckt euch mal an. Leute, guckt euch das an, wie nah wir uns aufstellen dürfen. Nee, ich glaube, ich brauche nicht mal Barrikaden, auch wenn das eine nette Idee ist. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Das ist ja mega gut. So, tun die mal ganz weit nach vorne hier. Flankler direkt dahinter. Alter, wie die alle in Reichweite sind. Das ist ja abnormal. Ich glaube, ich muss gar nichts mehr machen. Halt unsere Kavallerie mal hier bereit. Ich tue euch mal zu 1. Es geht jetzt nur ums Speere werfen. Wir werden eh keinen richtigen Kampf haben. Ja, dann geht's ja auch schon los, oder? Ich will jetzt mal sehen, was passiert. So, jetzt erst kann die KI einen Befehl geben. Weil erst, sobald ich ihn angreife, kann er Befehle geben. Okay, die Artillerie hat große Gefährdung, uns Platz zu machen. Deswegen mache ich jetzt mal gar nichts. Kommt mal runter. Ich brauche euch hier. So. Hier rein und hier rein. Stopp. Ihr schießt bitte auch nicht mehr. Und ihr auch nicht. Nein, nichts. Aber nee, da rein. Ja, das sehe ich doch ziemlich gut. Nice. Oh, die Römer hier. Ah ne, Artillerie bleibt, wo sie ist. Oh, ist das schön. Ja. Sehr schön. Wobei, wir hätten 5% unserer Armee verloren. 1% sind 25 Männer. Mal 5 wären 125. Ey, die KI hätte tatsächlich das genauso effektiv berechnet, wie wir es geführt haben. Liegt aber vermutlich an dem Charge der Veteranenschildkrieger. Und er wäre vermutlich tot. Okay, merke ich mir für das nächste Mal. So, können wir gute Söldner eigentlich holen? Nee. So, ja, die Schlacht müssen wir auf jeden Fall selber führen. Weil einfach mal 40% meiner Armee zu verlieren doch kein Ergebnis ist, was ich so sehr bevorzuge. Die Mindestverluste sind immer da, aber das können wir echt geringer halten. So. Das wird spannend. So, zack. Ja, er ist da hinten, ne? Na, super, haben wir gar keinen Vorteil. Aber ich würde trotzdem direkt angreifen wollen. So, wir müssen uns nicht bei seinen Schützen aufstellen. Dann jagen wir einfach direkt die Kavallerie rein. So, die schützen wir sehr gut hinter den Legionären. So. Auf den Hügel. Ich könnte die andere Artillerie einfach hier aufstellen. Doch, das ist mega gut. Dann haben die einen richtig guten Winkel in die Sache. Warum kam ich nicht schon vorher auf so eine Idee? So, eure Reichweite? Ja, die ist aber... Okay, die Ballisten haben die Reichweite. Die Katapulte nicht. Dann würde ich die Katapulte eher hier aufstellen wollen. Dann passt das, oder? Ja, das passt. Easy. So, ihr haltet euch hier eher im Verborgenen. Und die Kavallerie wird richtig kackend dreist hier direkt in die Schützen reingehen. So, Caesar hält sich hier wieder bedeckt, aber auf seinem Hügel. Und Befestigung brauche ich die. Ja, falls er hier hochläuft, dann sollen die Männer sich verteidigen können. So.
Warte, die andere tun wir mal dahin. Dann können wir hier Speere runterwerfen. Drauf da! Ich hoffe, er schießt, ne? Wir warten erstmal, bis wir eindeutig absehen können, wo er hin will. Nein, 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 oh mein Gott. Jetzt habe ich ein bisschen das Schießen meiner Artillerie verschissen. So, komm hin. Schieß mal hier auf die Adelskavallerie. Meine ganzen freien Herberner, wie sie hinkommen wollen. So, du bist doch mal eine andere Nummerierung, du gehst nämlich dahin. Ihr freien Herberner geht da alle rein, aber ohne Pila selber bitte. Oh ne, 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 er zieht einfach durch. Ich habe Angst, meine eigenen Männer zu erwischen. Ich versuche mal meine Truppe hier abzuschießen. Ich merke gerade, meine Männer hier mögen den Kampf nicht. Gucken, ob ihr hier supporten könnt. Wappnen. Bonus gegen Kavallerie. So, jetzt ist mir das doch echt zu gefährlich mit der Kavallerie. So, rein da. Er versucht einfach durch die freien Herberner abzuhauen. So, drauf da. Lass sie nicht hinkommen. Hä? LOL. Kümmer dich um die, kümmer dich um die. Ah, fuck, das war dumm. Das war die Nachladeratefähigkeit. So, jagt ihn mal direkt. So, ohne Pilasalve bitte. Ich verliere ja doch, glaube ich, die 40%. Das kann nicht sein. Kommt, Speersalve. Nice, damit ist der Charge-Geschichte. Ah, es sind sogar zwei drin jetzt. Ihr kommt mal alle hier hin. So, so und ihr geht da drauf. Und ihr zieht euch zurück. Ihr braucht echt nicht Veteranenkrieger hinterher zu laufen für den Nahkampf. Also man kann ja hardcore motiviert sein, aber man kann es auch manchmal auch übertreiben. Oh fuck! Mein Gen! Entschuldigung Leute, ich musste das Husten kam wohl viel zu überraschend, genauso wie der Eingriff auf meinen Caesar. So, drauf da. Lock sie hier rüber. Komm, jagt sie. Tötet sie. Nice! Nice. Sehr, sehr nice. Ich frage mich zwar, wie man hier den ganzen Weg lang marschieren kann, ohne hier direkt neben einem eine Armee zu entdecken, aber es ist so passiert anscheinend. So, räumt sie alle auf. Schnell. Es darf echt nichts entkommen. Ey, ey, ey. Ja. Das ist so anstrengend, immer die Einheiten anzuvisieren. Das ist ein Attila viel besser. Da kann man, dann sieht man noch, wo die Trupps rumlaufen, wie viele Männer die haben, anstatt dass das unsichtbar ist. Also da ist Attila Rome echt in manchen Punkten sehr weit überlegen. Ja, gehen wir da rein. Räum da einfach auf. Zack, zack, zack. Die laufen schon an der Artillerie vorbei. So. Wobei, das war jetzt ein Fünftel. 20% habe ich verloren. Aha, nur die Hälfte. Ja, ja. Ich habe nur die Hälfte der Verluste gehabt, die automatischen Gefechte gesagt hätten. So, und eine ganze Menge Kohle verdiene ich mir jetzt nochmal an. So, weg damit. Es ist echt unglaublich, wie viele Männer ich hier gerade abschlachte. Einen nach dem anderen. Alle müssen sie sterben. Ah, da ist ja noch eine. Oh mein Gott. Okay, jetzt leiden meine Legionäre doch schon ein bisschen zu krass für mich. Ich würde gerne die Freien Herberner hier zusammenfassen und schaue den Trupp weg. Kavallerie auch. Den Trupp weg. Und dann gehe ich hin und hole mir zwei keltische Krieger. Was den goldenen Vorteil hat, dass ich jetzt hingehe und diese Armee angreife und die in die erste Reihe schicke. Wobei, das kann man sich schon gut leisten mit 75. Boah, langsam, langsam sind die Verluste krass. Ich glaube, ich werde doch wieder zurücklaufen nach den Gefechten hier.
Das sind jetzt immerhin 2,5 Armeen, die ich hier umgenatzt habe. Da kann ich mich ruhig nochmal ausruhen gehen in Abomasius. Abgesehen mal von dem Geld, was ich gerade verdient habe. Ne, Rückzug. So, die 7. Armee sollte meiner Armee nicht gefährlich werden können. Ach shit, ich kann hier eh nicht rekrutieren. Oh Mann, ey. 7 Runden noch. Ne, dann holen wir uns hier nochmal Männer ran. So, zack. Dann holen wir uns die Männer nochmal ran. Bei dem Geld, was ich verdiene, könnte ich echt hingehen und woanders mir noch eine Armee ran rekrutieren. Machen wir. Wir machen dich so schnell, wie es geht, zu einem guten General. So. Das brauchen wir. Zezimus. Ah, mein öffentlicher Ordnungsmann hier. So. Boostet mal schön weiter hier. Gucken wir mal. Macht jetzt schon wieder was, die Gallische Konföderation. Ich habe gerade noch eine Armee bei Sigon Dunum vernichtet. Aber sehr gut, dass er mich hier hat abhauen lassen. Oh mein Gott, die haben die Stadt eingenommen, weswegen ich keine Verstärkung bekommen habe. Oh, ist das belastend. Ich muss... Oh, ist das belastend, ey. Ich habe nicht verstärkt. Shit. Ich habe mir keinen Trupp ganz verloren. Ich reiße die Stadt trotzdem nieder. Ich brauche das Rekrutierungsgebäude nicht erst in 10 Runden, sondern hier in den 2. So, zack, umbauen die Stadt. Okay, die Söldner sind doch schon schweineteuer, aber ich würde gerne eine Runde dann einfach Minus machen wollen. Wobei, ich habe eine Idee, ich schicke den halben Stack hier mal runter. Ich weiß nicht, wie safe er ist auf dem Weg. Aber bis dahin auf jeden Fall, vor allem wenn er dann hier den Weg absichert. Und dann lasse ich doch den normalen Fullstack erstmal hier. Ja gut, er kann halt plündern, was er will. Ich sehe auch gerade, dass er seine Armeen ranholt. Aber ganz ehrlich, Antonius wehrt das ab. Antonius wehrt das souverän ab. Muss er, also er hat keine andere Wahl. Er muss es einfach abwehren. So. Wie viele Runden bist du voll? 4. Okay. So, du versperrst hier einfach mal den Weg. Du stellst dich dahinter und bist dann Verstärkung, wenn da jemand über den Fluss will. Wir rekrutieren trotzdem nochmal ganz dreist ein paar Männer. Zweimal Kavallerie wäre noch gut. Ich glaube, ich könnte eh nicht mehr rekrutieren, oder? Nee. Wird vom Unterhalt gleich lustig, Leute, aber das brauchen wir. Eure Schatzkammer ist ja okay. Ich sollte es nicht so krass übertreiben. So. Sonst haben wir nächste Runde Verschleiß und das bringt uns dann gar nichts mehr. Lokale Provinz. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, du musst mehr Geld klauen. Klau alles, was du aus Alesia rausholen kannst. Was, mit die mal mit ihren behinderten Agentenaktionen. Das ist alles, was die Gallische Konföderation zu bieten hat. Agentenaction. Echt schon ein bisschen lächerlich, würde ich meinen. So, ich würde Caesar supporten gehen mit den Armeen. Nur muss die Agentin dann gucken, ob hier Männer kommen. Aha. Aha. So. Erstmal Caesar supporten gehen. So, selten auflösen. Schweineteuer, die Scheiße. So. Du bist in 3 Runden. Warte, die wäre in 3 Runden voll. Wenn ich hier eine Befestigung gehe, wäre das immer noch der Fall. Das reicht ja dann, oder? Ne, 4. Aber nur die Kavallerie. Gut, dann gehe ich das Risiko ein. Was heißt Risiko halt? Die geringeren Verstärkungskosten. Wobei, nee, brauche ich gar nicht. Ich bin eh in einer Runde da. Also ich kann da, von wo aus ich hier stehe, sowieso direkt angreifen. Vollkommen obsolet, die Strategie. Uff. Er marschiert. Ach du heilige Scheiße. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los hier. Die soeben haben lange sich vorbereitet für diesen Ansturm jetzt. Aber wir sollten ihnen überlegen sein. So, und du gehst jetzt schon mal rüber. Nächste Runde ist es auf plus 75, das reicht vollkommen. Dann haben wir die öffentliche Ordnung, die wir brauchen. Und dann gehst du nach Massilia und setzt die hoch. Eieiei. Ein Haufen Wolfskrieger, ein Haufen Truppen generell. Und... eine Schlacht.
Moin, Leute, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Let's Play fucking Caesar and This is Caesar. Und ja, Leute, heute stehen wir vor einer Schlacht, wobei, was laber ich? Wir sind gerade mitten im Part. Angel Templar sitzt neben mir und wird kooptiert mit diesem Part aufnehmen. Und warum? Moin, moin. Warum sind wir mitten im Part? Ich erkläre es dir kurz, Angel Templar. Wir sind mitten in Part 18 und ich habe geragequittet, als ich diese Schlacht schlagen sollte. Alles klar. Für die Zuschauer ist gerade eine Sekunde vergangen und ich habe gerade eiskalt anmoderiert. Für euch Zuschauer, für mich ist das eine Woche her. Ich habe eine Woche einfach diese Kampagne geragequittet. Dachte mir nur so, yo, ich werde noch depressiv davon. Und ja. Ja, ob da oben noch mal welche wird, da ist noch viel mehr Fantasy nach dem Lade dabei. Ich meine, ich habe kämpft gegen zwei Armeen und guckt sie euch einfach an. Oh Mann, ich hatte auch noch Odin Speere. Ich habe mir übrigens eine Strategie überlegt. Ich hatte überlegt, erstens, ich könnte in der Stadt chillen, aber da kommen 6000 Germanen gleich auf mich zu und ich habe nur 2.000 bis 3.000. Das ist viel zu wenig wegen der KI-Vorteile. Ich meine, wären das Spieler, wäre es einfacher. Weil die kriegen keine KI-Vorteile, wenn es ein Online-Battle wäre. Man muss ja immer praktisch denken. Also gehe ich hin und werde rushen. Warte, ich krieg die Männer nicht ordentlich. Ja, ja. Ich habe eine gute... Ohne Witz, du dummer Angel-Templar. Ich habe richtig geile Strategie mittlerweile gegen Germanen. Gut, Übung macht den Meister, ne? Ja, normal. So. Meine General, wie immer, Veteranslegionäre. Das lustige Caesar habe ich immer noch nicht geändert. Der ist einfach immer noch ein dummer Legatus. Und er macht sogar richtig seinen Job dabei. So, wir machen wieder die alte Strategie, Leute. Die Parts aufmerksam gucken, wissen, was jetzt passiert. So, ich nicht. Ein dummer Angel-Templar weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall gleich eine ganze Menge Stress. Wir müssen gleich Micromanagement-mäßig gut funktionieren. Aber es ist okay. Ich glaube, ich würde die einfach hier aufstellen. Wir können jetzt hier später aufstellen, wenn die zweite Armee kommt. Auch wenn ich nicht weiß, wo die jetzt gerade lang kommt. Ich hoffe einfach mal, sie kommt da lang. So. Und die Kavallerie reitet hier außen rum. Der Mob stellt sich hier auch so. Was ich aber benutze, ist die Pause-Taste. Da bin ich ganz ehrlich, da bin ich ein dummer Noob. Ich wollte schon sagen, also, das ist ja unter deiner Würde. Ach, halt die Klappe. So, ihr braucht eine neue Nummerierung. Zack, ihr kommt hier hin. Zack, die 2 nimmt diese Bresche hier. Oh fuck, das sind viel zu viele immer noch. Ihr geht mal mit zur 4. Uah. Alter, meine Maus. So. Weil ihr könntet euch direkt so aufstellen. Alter, ich bin gerade voll behindert im Befehle geben. So. Aufstellen. Und jetzt kommt die Strategie. Wir nehmen einen langgezogenen freien Herbaner-Trupp und stellen ihn hier auf. Wir nehmen einen langgezogenen Rorari-Trupp und stellen ihn hier auf. Aber den machen wir zum Quadrat, also kann auch ruhig etwas weiter vorne stehen. Zack. Und hier kommt ein langgezogener freien Herbaner-Trupp wieder hin. Ich sag dir, die sobald freien Herbaner-Trupps werden die Schlacht eiskalt überleben. Angel Templar, so, Moment mal. So, das ist eine Strategie, die habe ich in der Kampagne ausgearbeitet, weil ich übelst aufs Maul bekommen habe. Aber übelst. So. Alle Männer bewegen sich. Der Mob rennt einfach mal wie die dummen Schussel, die sie sind, nach vorne. Habe ich. Perfekt. Okay, und los. Und die Schlacht beginnt. Das Dumme ist, dass der Trupp hier in die Linie soll. Das könnte knapp werden von der Aufstellung her. Ist dann eben noch alles unsichtbar und dann auf einen Schlag. Boom. Ja. So, ich habe immer eine leichte Kavallerie. Das dachte ich mir schon. Oder? Die schaut schon rein, doch, ich glaube schon. Manchmal schaut schon die rein, manchmal auch nicht. I can't tell you. Yep, zum Beispiel. So, versucht's aufzuhalten. Da muss ich sagen, ist die Kavallerie richtig schlau geworden, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr seit wann. Naja, so irgendwie seit ein paar Patches so, ne? Da fangen sie auf einmal an zu eskalieren. So. Formationsgriff lassen wir bei denen an. Ihr geht schon mal rüber. Und das Gute ist, die chargen jetzt die freien Herbanner mit ihrer. Ich wollte gerade mit der Hand zeigen, das macht aber gar keinen Sinn für die Zuschauer. So, 59er Nahkampfabwehr. Und jetzt gleich machen sich die Vorteile meiner Männer bezahlt. So. Wir rennen weiter nach vorne. Und meine Schützen kommen dahin. Verstärkungsarmee? Boah, von da hinten. Perfekt, in meinen Rücken. Das ist doch immer geil. So, guck dir an. Die werden überall reingeworfen. Richtig gut. So. Gegenchargen ist gar nicht notwendig in der Kampagne. Die soeben charge mich sowieso weg. So. Ein Charge kann nicht chargen. Moment mal.
So, und das Lustige ist, er chargt halt fast nie, wenn er reingeht. Wobei hier hat er gerade so eine Reihe aktiviert, das ist wiederum unpraktisch. So. Ich sag dir, die ballern die jetzt weg. Weil der Top steht hart nah dran. So. Kommt mal hier lang. Die Kavallerie muss man immer gut einsetzen, die ist halt echt nicht so gut. Gut, das wird leichter Kavallerie. Ja, nee, die KI-Vorteile machen es mal wieder. So. Rein da. Lol. Kommen wir hier vorbei. Alter, manchmal habe ich das Gefühl, ich gebe fehlbehindert. So, macht sie weg. So, Kavallerie ist schön im Kampf. Ihr habt fertig gejagt. Stellt euch auf. We need a formation. Und die schießen wieder auf meinen Gen. Ich könnte ausrasten. Das machen die jede zweite Schlacht. Ja, mit ihrem behinderten, keine Ahnung was, Kavalleristen. Ja, und die rennen teilweise wieder raus aus dem Kampf, wie immer. So, wir machen den Gen einfach so weg. Dankeschön. So, ich glaube, ihr habt noch genug Zeit, um in den Kampf zu gehen. Na. Rein da. Ihr geht da lang, ihr da lang. Ihr lauft. Wobei, ihr seid wirklich mal wieder Reserve. Ich habe keinen Bock, dass er später meinen Rücken geht. Was? Der Trupp Legionäre wird durch den Nahkampf wieder zu. Da rechts. Ja, ich sehe es. Hast du das? Ja. Dumme Legionärseinheit. So, wo ist meine zweite Einheit? I can't find it! Wo ist die zweite? Oh, okay. Die ist da hinten. So, raus mit. Nee, tut man wirklich nicht. So. Boah. Also, ohne Witz, Angel Templar sieht es. Ich habe letztens meine Maus ausgetauscht durch eine alte, die ich noch hatte. Und ohne Witz, es klappt irgendwie trotzdem nicht. Meine Maus-Settings sind irgendwie total fucked up. Das Spiel nimmt irgendwie immer viel zu früh die Befehle entgegen. Das beendet den Befehl, bevor ich ihn beende. I don't know how it does it. Okay. Ja, aber im negativen Sinne. Was sind das? Nee. LOL! Was ist denn da passiert? So, Feuermann, stellt euch auf. Ihr dürft gleich sterben. Ohne Witz, wenn ich die Armeen abwehre, haben die so eben wieder nichts. Die greifen immer nur mit 2 Vollzeugs an. Das ist das höchste der Gefühle bei denen. So, rein da. So, jetzt brauche ich wieder die Kaff. LOL, wie sind die mal in den Rücken gekommen? Haut ab. So, kommt her. Ihr solltet doch schon längst durchlaufen. Wir brauchen die Kavallerie gleich gut. Hier zum Beispiel können wir sie gut einsetzen. Und da kommen germanische Adelsreiter. So. Ja, die Sache ist, dass ich jetzt schon wieder in den Nahkampfständen komme. Nein. Ich habe 2 Einheiten wieder ausgewählt. So, rein da. Ich muss die jetzt langsam aufreiben, weil da kommt schon die Verstärkung. Könnt ihr ihn aktiv jagen hier mal? Bei Nähe, die Legionäre kann ich nicht entwenden. So, direkt weiter in den nächsten Kampf. Alter! Das ist so, guck mal, diese KI-Vorteile. Die Männer werden von allen Richtungen aus abgemetzelt. Ja, mach ich auch. Aber das ist trotzdem abnormal. So, und hier machen wir jetzt einen Bulk. Die können nach vorne. Ihr müsst hier lang. Hab ich die bekommen? Ja, ich bekomme sie. Perfekt. Easy. Guck dir das an. Warte, die müssen jemanden drücken. So, er pusht hier die Moral an den wichtigsten Fronten vor allem. Na, block für mich weiter. Und den versuchen wir jetzt einfach nur zu überrennen. So. Wo ist meine zweite Kaffee eigentlich? Ich habe schon wieder meine zweite Kaffee aus den Augen verloren. Oh.
diesem Playgrounder-Kampf. Ja, ich merk's gerade, ey, das ist echt mega lächerlich. So, ach, die KI ist gar nicht mal so doof, was es angeht. So, komm mal hier, wir rennen ihn einfach, er kann nichts machen. So. Also guckt ihr das an, der Speer steht immer noch Martha mit 20 Männern in den Rückenattacke. Das sind KI-Vorteile, wie sie geliebt werden von mir. Es ist teilweise fast unmöglich, diese Schlachten zu gewinnen, weil die Leute einfach gar keinen Bock haben abzuhauen. So, endlich. Zack. Und du wirst gleich die Linie supporten, Antonius. So, und du dahin. Ja, warte mal ab. Und du gehst auch rein. Raus, bevor die Infanterie, die umgecharged wurde, dich tötet, weil das tut sie wirklich. Glaub mir, die Speere sind so useless, was es angeht. Oh Leute, ich hab noch genug Zeit. Guck mal, da unten rasen Angriff, ich hab ihn noch. So, ja. Nee, geht mal hier hin. Nice. Direkt nach dem Charge. Perfekt getimed. So, jetzt müssen wir ihm die Moralverluste geben, die er verdient. Die Truppe können wir rausziehen und den Rücken. Oh lol, er ist rausgegangen und charge wieder rein, der Penner. Nee, die Wolfskrieger, die hier standhaft sind, die bleiben standhaft. Übrigens, meine andere Kavallerie hat verloren gegen die Mannschaft. Im Nahkampf verlieren die meistens. Das sind KI-Vorteile. Du weißt gar nicht, wie viele Schlachten ich schon deswegen verloren habe. Du verlierst Schlachten, weil die KI Moralboni bekommt, die jenseits. Lol. Wo kommt ihr denn her? Sehr schwer nur. Aber das sind halt Barbaren. Bei den Barbaren macht sich das mega bezahlt, wenn du KI-Vorteile hast, ne? Ich sag dir eins, die Schützen gewinnen das. Wobei, es sind sogar Kimmern. Ich gehe lieber nochmal in den Rücken. Da geht mal da in die Flanke. Wobei, ne, mach auch in diese Einheit auf. Was ist das da? Oh no. Go in there. Römer ist halt echt nicht leicht so, wenn es hier keine zu kriegen, so habe ich gesagt. Ja. Halt nur diese Legionäre zu kriegen. Die sind auf langfristig gesehen halt nicht. Ne, sind es halt wirklich nicht. Guck mal, er schießt da teilweise immer noch mit Einheiten auf mich, obwohl hier alles eigentlich gefesselt ist. So, sind die jetzt tot? Ah, die leben einfach noch. Aber wir gewinnen den Kampf. So, ihr geht da lang, ihr geht da hin, damit ihr noch halbwegs frisch werdet. So, und die Kavallerie kann ich dir sagen, ist gleich weg. LOL! LOL! Ich muss ja an irgendeiner Stelle mal durchbrechen gleich. Sonst sieht die Schlacht gar nicht so gut aus. Komm, töte sie richtig stark, ich will, dass die Männer richtig schön wanken und sterben. Lauft. Sehr schön, geht in den Rücken. Wir brauchen immer mehr fliehende Einheiten bei ihm. So, ihr geht da weiter. Oh, falscher Trupp, der da jetzt gerade reingeht. Siehst du, was ich meine mit, das ist gar nicht so krass zu meinen Gunsten, weil die einfach übelste Vorteile kassieren überall. So, gehen wir da in den Rücken schnell. Da, guck mal, da zieht er durch. Ich muss ihn immer davon abhalten, durchzuziehen, sonst macht er es einfach. So, jetzt aber. Scheiß germanischen Adelsreiter. Olle, dann gehst du in den Rücken. So viel zum Thema Schlacht war schon gewonnen. Das ist jede Schlacht so. Oh, ich habe keine Kraft mehr dafür. Das ist jetzt übelst belastend. Ich habe schon mal eine Schlacht dadurch verloren. Haben mich keltische Schützen einfach komplett weggeschossen. Das ist eine gute Idee. So, und einen kleinen Mini-Trupp-Legionäre, der, sobald ihn in den Nahkampf kommt, hat dafür sorgt, dass ich auch tatsächlich gewinne. Was? Ja, aber die hauen jetzt ab. Nice, Sir! Sieht. Ja, ich will mal Sieg für Karthago sagen, weil ich das am anderen Battle gemacht habe. Da war das voll der Meme. Aber das macht hier keinen Sinn, oder? So, ihr geht alle da drauf. Karthago zu dem Zeitpunkt schon längst zerstört. Ja, Karthago war schon längst platt. Ja, und so sieht jede zweite Schlacht aus. Guck dir meine Verluste an. Deswegen haben die auch keine hohen Erfahrungsränge, die verlieren die immer. Wo? Oh, stehen bleiben? Will sich noch einen letzten Charge geben. Ja, mein Gen muss jetzt schnell hier hinkommen. Antonius regelt das. Antonius ist auch nicht verletzt worden. Sehr nice. Sehr nice. Da kommen wir die ganzen Leute rankommen. Moment mal, guck mal, er gewinnt teilweise sogar. Da, das ist abnormal. Ich will gar nicht, guck mal, meine Männer, 95 Moral hat mein Gen einfach mal. 500, Ach, da geht doch was. Wer kämpft denn noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das ein Penner? Der klatscht ihn aber richtig ins Gesicht. Oh ja. Junge, lass mich dich kriegen. Guckt euch das an.
Wo kommen die Plänkler? Wo sind die Plänkler? Alter. Wo sind denn die Plänkler? Die rennen, aber sind nicht schnell genug. Ach du heilige Scheiße, guck es dir nah dran. Oh, Mann! Was ist das? Wie die weglaufen? Das sind Gimbal-Bogenschützen. Oh, Junge. Oh, jetzt oh, geben sie sich nochmal. Ja, wetten. Ja, ich verliere. Ich verliere einfach. Guck mal, ich brauche mehr Legionäre. Ah! Lol, eine Einheit flieht einfach. Komm, mehr. Das sind KI-Vorteile. Oh, Telefon. So, da sind wir auch schon wieder. So, die letzte Einheit ist, glaube ich, über die... Okay, die jagen auf jeden Fall nichts mehr. Da haben wir gewonnen. Oh, I lost my cavalry. Nein, legendäre Kids sind jetzt auch nicht schlecht. Die sind fantastisch. Also, ich muss überlegen, was die mehr an Soldaten hatten. Und die hatten ja bessere Soldaten. Wolfskrieger und Speerwehr sind ja eigentlich mehr überlegen. Aber trotzdem ist das abnormal. Du gehst in den Rücken eines Trupps, 20 Männer hat der. Ich bin nur mitgenommen. Ich kämpfe weiter. Ja, einmal Kavallerie verloren und einmal das. Und weißt du jetzt, wo ich meine Geldquelle hernehme? Guck mal an, 2364. Dadurch, dass ich die Beziehung verbessere und die Einheiten verkaufe, die gehen ja nicht mehr in die Armee. Das ist total behindert. Oh, war das anstrengend. So. Nee, ich zeig dir meinen Westvormarsch erst später. Ah, Mission erteilt Streiter. Nice. Aber ich mach eh keine Aktion mit meinen Streitern. Das Geld habe ich gar nicht. Ja. Ich würde tatsächlich das Gleiche nochmal rekrutieren. Easy. So, ich überlege gerade, ob ich ihn angreife. Ja, doch. Wir machen es wegen der Kohle. So, wir haben jetzt schon 2400 bekommen. Oh, nee, jetzt haut er nur ab. Aber warte, wenn ich jetzt hier nochmal angreife, kann ich nicht. Ich muss erstmal die andere Armee verjagen. Die haut nämlich auch ab. Und ich erreiche ihn nicht mehr. Und zurück zur Stadt. Glaub mir, der läuft immer hier nur im Norden entlang, statt hier im Westen über die Stadt. Die Stadt habe ich auch mal kontrolliert, die musste ich aufgeben. Da war früher ein Ton ist drin. Und ja, guck dir das an. Die kommen nur mit zwei Fullsticks. Ja, ich habe hier einfach ein 18er Stack stehen auf meine Stadtgarnison. Ich habe das Garnisonsgebäude gebaut, guck dir meine Garnison an. Und immer wenn die Großstadt belagert wird, kommen schnell Armeen zur Verstärkung. So, die Garnisonsarmee aus Vienna sieht auch gut aus. Kommen wir zu den spannenden Armeen hier. Wir haben hier drei Armeen. Seitdem ein Fullstack vernichtet wurde und Caesar sich zurückziehen musste, sind wir bei alten Kräften und er hat sich wieder in die Stadt gezogen. Oh Mann, ey. Das ist hart anstrengend. Ich versuche ihn hier die ganze Zeit verzweifelt rauszuprügeln. Aber das ist schwieriger als gedacht. Und vor allem dadurch, dass ich überall rekrutiere. Vor allem Beste ist, wenn ich rekrutiere, lösen die einfach immer den Posten auf. Das ist normal um 2 nicht so. Ist aber auch egal. Das war ein Attila so, oder? Nee, ein Attila ist das auch nicht so. So, meine Würdenträger, du bist noch auf dem Weg. Du kommst jetzt rüber. So, ich habe nämlich einen Würdenträger, der klaut auch Geld. Und zwar der großen gallischen Konföderation, guck sie dir an. Sie ist ein bisschen riesig. Aber es ist gut. Wenn ich gegen einen großen Staat nur noch kämpfe, dann ist es deutlich besser als gegen 10.000 Einzelne. So, zack, du boostest jetzt hier die öffentliche Ordnung. Und hier chill ich mein Leben, aber ich rekrutiere die sich jetzt selber. Wobei, nee, komm, scheiß auf die Provinz, die sieht gut aus. Sache ist, dass ich in 2 Runden mit der Armee da sein kann. Leute, bleib wo du bist! Oh. Alter Schwede. Das war knapp. Ja. Machen wir es anders. Ich rekrutiere nochmal eine Runde. Und weil das so schön ist, da zu rekrutieren, kommt die Armee. Warte, tun wir mal die in den Hinterhalt. Dann soll sie im Hinterhalt auch rekrutieren. So. Und ihr geht in die Befestigung. Die Sache ist, die laufen tatsächlich manchmal rein. Ah ne, ich bin ja gar nicht mehr in der Hinterhaltstellung. Ey, das ist so kernbehindert, dieses Prinzip. So, ich habe eine Idee. Ich will ja noch garantieren, dass ich in der Befestigung kämpfe. So, du gehst dahin und rekrutierst deine Legionäre. Ihr kleinen Leute geht dahin und baut eine Befestigung auf. Ich sag dir, das funktioniert. Und die sind noch in Reichweite der Stadt und von Caesar. So, und meine Steuern sind immer noch auf Maximum. Weil, stell, guck mal, normal. Ich muss maximale Steuern machen. Übrigens, die ganze öffentliche Ordnung ist immer mit maximalen Steuern, mein Freund. Immer maximal Steuern. Ich meine, es gab sogar Provinzen, die hatten kurz keine Steuern, aber momentan sind es, glaube ich, alle. Alle müssen arbeiten für ihr Wohl. So.
Ja, ich würde hier gerne Gebäude reinbauen, aber Gebäude bauen ist rar gesät bei mir. Ich muss vorsichtig sein mit den Ausgaben. Aber dass die Armee erstmal sicher ist, ist gut. Ah, ne, hier ist gar kein Streiter drin. Wo war denn nochmal mein Streiter drin? Oder, ich habe noch gar keinen gehabt, lol. Da habe ich das mit einer anderen Kampagne verwechselt. Ich habe noch gar keinen, weil ich ein Noob bin. Wie du einfach durch die Stadt Octodorum nichts verdienst, weil die nur ausgeplündert wird, ey. Ja, normal. Aber da hinten verdiene ich. Ja, vor allem die Stadt würde eigentlich voll die Kohle produzieren. Eigentlich, ja. Ja, aber ich greife nicht drei Armeen. Die, ja, okay, das ist auch selbstmord. Ist das einer meiner... Nein, es ist mein Angriffssturm-General. Aber es ist voll dumm, an den Angriffssturm zu verbessern. Ich habe einfach keinen Charge mit meinen Römern. Mittlerweile trainiere ich alle drauf, Nachtgefechte zu machen. Einmal ist ein General hingegangen aus Octodorum, mal zwei Armeen per Nachtgefecht gemacht, hat sich dann zurückgezogen. Und mal wieder ein Friedensangebot. Und ein Friedensangebot. Die wollen alle immer Frieden. So. So, ich habe mit allen Krieg, sehr gut. Ja, komm. Versuchen wir irgendwas hier zu reißen. So. Den würde ich bald noch auch auf Geld klauen schicken. Ja, aber ich meine, solange er hier nichts macht, ist das maximal useless. Die KI hält ihre eigenen Armeen da fest. So, und wir haben eine Gewaltmarscharmee wieder. Das sind, ist ein großes Phänomen in der Kampagne. Die nehmen Gewaltmarscharmeen und laufen einfach an deinen Befestigungen vorbei. Und du erreichst die nie. Sache ist, er könnte damit Vasio oder Vienna sogar einnehmen. Und ich kann keine Armee dahin rücken. Oh, er hungert! Ich habe es geschafft, dass meine Agenten ihn zum Hungern bringen. Nice! Dann lassen wir das erstmal so. So holen wir Caesars Armee. Und sind dreist. So, ich weiß, dass er mich in einer Runde erreicht. Nee, tut er. Kann er gar nicht. Oder liegt das an der Armee? Das liegt an der Armee. Ich meine, er kann mich erreichen. Nee, Tatsache. Ich dachte, er könnte mich erreichen. Nee, dann gehen wir hin und nehmen die größere Armee mit. Und machen den. Whoop. Die Armee von den Nervien ist natürlich auch richtig strong mit ihrem wilden Schwertkämpfer, ne? Oh, machst du nichts, ne? So. Und wir rekrutieren nochmal eine Runde. Ich weiß, es sieht nicht gut aus um die Finanzen, aber... So, wir müssen trotzdem rekrutieren. Wir müssen nächste Runde einen offensiven Schlag machen und uns damit das Geld sichern, damit wir die Runde danach nicht übelst Männer verlieren, sonst haben wir ein kleines Problem. Aber ich meine, guck dir mal diese Garnisonsarmeen an. Du kannst keinem erzählen, dass die nicht stark dabei sind, so. So, ich könnte selbst die Mechanik ein bisschen abusen. Ich mache mit denen Frieden, verlange dafür Geld... Und dann mache ich direkt wieder Krieg. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde die Mechanik behindert. Das ist, ich meine, ich bin felsenfest. Die nehmen jeden Vertrag an, den ich denen gebe. Ich finde es aber dumm. Das ist Cheaten. Ich mache einfach Krieg, sobald ich sehe. Vielleicht eine Runde später, weil du hast einfach nicht immer einen Überblick. Und dann hat es sich. So, vor allem, ich muss die Provinz hier unten noch umbauen. Die ist maximal jetzt hier vom Wachstum her gewesen. Ich muss das jetzt bald abreißen und durch einen Tempel ersetzen. So, beenden wir die Runde. Das ist ja auch für mich auch nicht mehr Total War-like. Also das ist Caesar. Vienna wird angegriffen. Ach du heilige Scheiße. Ja, guck mal, Kelcher Adelsreiter. Ich sag dir jetzt schon, die Stadt ist verloren. Aus dem Nix. Aus dem Nix. Ja, Leute, das sehen wir im nächsten Part, wenn ich mit einem Legionärstrupp tatsächlich in der Garnison kämpfe. Und wir uns nächstes Mal wiedersehen, wenn 3000 Römer gegen fast 6000 Gallier stehen. Ich glaube, diese Schlacht verliere ich. Ich glaube, ich verliere einen meiner Supergens. Na super. Oh Mann, das ist der zweite Supergen, den ich verliere. Ich züchte die doch so schön hoch. Ja, ich muss ihn wohl wieder waschen. Aber die erste Armee hat nur freie Herbanner. Wir können den ersten General sehr schnell in die Flucht schlagen. Die zweite Armee berichten mich dann, glaube ich, nur. Naja, das und noch vieles mehr erfahren wir wohl im nächsten Part. Ciao, Leute.